Nabend, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück bei unserem kleinen Stream gegen die Einsamkeit hier an diesem wunderbaren Mittwochabend. Ich finde es schön, wie uns der Händler erstmal mit so einem richtig schönen begrüßt. Ich finde das ein guter Start in den Abend rein, würde ich sagen. Grüße gehen raus in die Runde. Mal gucken, wer alles dabei ist. Meinungen TV erstmal Grüße und danke für den Raid. Ich habe so nebenbei gesehen, wenn das hier so langsam so alles durchging. Ach, Razy ist auch da. Grüße gehen raus an alle. Eiko 18, Nabend und auch dir willkommen hier im Fuchsbau bei unserem kleinen Stream gegen die Einsamkeit. Ich grüße auch alle anderen. Eri, Terra ist da, Schwabi ist da, wer ist denn noch da? Schatzi ist mit am Start, Kuren ist da, moin Kuren. Habe ich mir vergessen, Chadrick, da ist er ja wieder, der Lurker. Moin moin, keine Sorge, du musst auch gar nicht so sehr aufpassen, es wird wieder peinlich. Ja, wir spielen, ihr erinnert euch vielleicht noch, Resident Evil 4, das Remake. Das ist richtig, es ist ein Remake, kein Remaster, ein Remake. Ich habe mich letztes Mal schon krass mit Ruhm bekleckert, würde ich sagen. Wir haben das ziemlich solide durchgezogen. Ja, sag mal, was da denn hier? Da ist der Herbalist wieder. Grüße gehen raus, auch dir, Dani. Moin, moin. Kommt erstmal alle rein. Macht's euch bequem. Holt euch was zu trinken, holt euch was zu knabbern. Ich sehe heute wieder ein bisschen, wie sagt man, aus. Ich habe mich gerade noch hingelegt, dachte, so ein kleines Powernap ist voll der gute Plan. War ein Fehler, aber egal. Leicht müde und verschrubbelt, würde ich sagen. Da greifen wir an, oder was? Ich muss bei Gelegenheit mit das Remake auch mal zulegen. Den Originalteil konnte ich nicht ertragen, weil ich mit der Steuerung nicht klarkam. Das ist hier auch meine Hoffnung, weil ich mit schön mit Maus und Tastatur spielen kann. Das wird gut, glaube ich. Herbalist, danke dir für dein Abo und Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank. 11 Monate, ey. Wir haben bald das Jahr voll. Ja, wir holen uns kurz nochmal ab. Wir sind letztes Mal in Kapitel 1 sind wir durch. Kapitel 2 begann, da waren wir so gefangen, haben irgendeinen netten Kerl kennengelernt, sind dann hier durch diese Fabrik oder was das war, haben dann den Händler getroffen. Hier haben wir ein bisschen eingekauft, haben dann hier gesaved und nun geht's weiter. Unser nächstes Ziel ist wahrscheinlich hier irgendwann mal durchzukommen, eines wunderschönen Tages, aber bis dahin geht's jetzt erstmal wieder hier lang. Wir hatten das Gebiet hier hinten auch schon befreit, soweit von Zombies, wenn ich mich noch recht entsinne. Das heißt, uns steht jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen chilliges Looten ins Haus, bevor es dann gleich mit der nächsten Action weitergeht. Ne? Jetzt muss man gucken, ich glaube, ich muss für mich noch ein bisschen, warte mal, ein bisschen lauter noch machen. Und dann schauen wir mal. Was ist hier denn los? Wieso bist du wieder da? Jetzt sag mir nicht, dass sie alle wieder da sind. Dann raste ich aber aus, ne? Hoffentlich nicht. Ich gehe da mal hoch. Ich guck mal jetzt. Ey, bitte lass hier nicht wieder alle da sein. Dann breche ich aber jetzt ab, ne? Moin, wie sieht das hier aus? Wahrscheinlich ist so einer reingespawnt. Damit das nicht ganz so langweilig ist. Aber ich sehe jetzt hier erstmal nicht wirklich wen. Oh, da ist ja noch einer. Ja, moin! Scheiße, hier sind wieder Leute. Ich flippe aus. Gut, egal. Das wird schon. So viele sind das aber nicht. Moin, moin! Grüße gehen raus! Geht dich nichts an! Nicer Nick, ey. Willkommen auch, ja, moin. Hallo. Ja, komm, bleib mal entspannt, bitte. Oh, das ging daneben. Ja, das beginnt ja. Wir sind doch alle wieder da. Da sind noch Leute, weil du mit dem Gebiet noch gar nicht fertig warst. Ja, aber ich dachte, wir hätten die alle platt gemacht. Aber ist okay. Sind nicht mehr so viele. Jetzt gehen wir da mal rein. Gucken uns erstmal um. Gucken wir hier an diesem paar Käfige. Wahrscheinlich Hühner oder Hasen drin. Oder beides. Man weiß es nicht so genau. Ne? Sleeve. Ansonsten ist das hier gemütlich. Ich habe ja gelernt, immer die Wände abfahren. Das wurde mir so mitgeteilt. Immer die Wände abfahren und schauen, ob da irgendwas ist. Sieht aber entspannt aus. Können wir hier raus? Jawohl. Da oben war nichts mehr. Das heißt, wir können erstmal hier weitergehen. Ein bisschen Geld ist immer gut. Was sagt denn unser Munitionsstand? Der ist noch okay. Der ist noch okay. Oh, mal weiter gucken. Gehen wir mal hier rein. Oh moin! Ja, ja, schmeiß mal. Oh, tschüss. Was ist da los? Warum zittert er jetzt? Was zuckst denn so? Was zuckst denn so? Ach, er kommt wieder. Ach, so einer ist das. Sind da noch mehr? Huh, das ist noch einer. Wo kommst du denn jetzt her? So, warte, Achtung, schnell ran und dann F. Boing! Direkt aus dem Leben geprügelt. So lobe ich mir das. Ich habe auch gelernt, also wir müssen sich mal ein bisschen, wir arbeiten ein bisschen dran. Also erstmal sowieso generell näher ran. Oh Gottes Willen. Hallo.
Das war doch solide, würde ich sagen. Da bist du ja. Hallo. Oh, das ging daneben. Oh, so viel Munition verballert. Nicht so geil. So, aber jetzt aber erstmal Ruhe, oder? Oh, ich habe mich so gefreut, dass wir jetzt erstmal loslooten können, ne? Loslooten können. Ich versuche nebenbei mal wieder auf den Chat so ordentlich einzugehen. Das war letztes. Es ist halt ein bisschen schwierig. Das ist halt nicht so was Entspanntes wie jetzt Pokémon, wo die ganze Zeit nichts passiert. Ne? Da kann man. Ich versuche aber trotzdem gelegentlich reinzugucken, ne? Das ist ja wichtig. Ja, ganz leise. Ich sag's auch nicht noch einmal. Was denn? Das muss doch nicht peinlich sein. Ganz im Gegenteil. Was ist hier wieder passiert? Achso. Es wird schon. Es wird schon. Hat einer von euch schon die dritte Wackelpuppe gefunden? Ich weiß nicht mehr, was eine. Passt schon. Man kann hier wohl Wackelpuppen sammeln. Ich glaube, eine hatten wir schon. So, hier oben waren wir auch schon. Das weiß ich noch. Die Kiste hatten wir. Ja, moin. Komm mal runter. Komm mal erstmal runter. Dann kann ich dir entspannt im Kopf ballern. Und dann wahrscheinlich. Bist du. Dullig. Und jetzt schnell. Boing. Aus dem Weg. So sieht's aus. Aus dem Weg. Nichts, Blaufuchs. Alles gut, das höre ich doch gerne. Das ist mir wichtig. So, die Tür hier hatten wir geöffnet, das ist okay. Gibt es etwa noch so eine Art, wie nennt man das? Zwischenboss hier in diesem Level. Das letzte Level wurde ja abgeschlossen, indem wir so eine Art, da wackelt das hier richtig schön, so eine Art Mini-Boss des Gebietes platt gemacht haben. Ich habe das Gefühl, sowas lauert hier auch wieder. Ich höre schon wieder Geräusche. Waren wir hier schon drin? Ja, ne? Das war das, okay. So, jetzt gehen wir erstmal da weiter. Ich wollte da eigentlich in so ein Gebäude rein, aber dann wurde ich ja wieder genervt. Wo kommt denn jetzt noch einer her? Was ist denn hier los? Wo kommst du denn jetzt her? Was ist denn los mit euch? Gibt's doch nicht. Doings und auf die Fresse. So, alles gut. Ruhe bitte. Ruhe bewahren. Ich höre schon wieder Leute. Kommen die immer wieder? Ich frage so einen Freund. Spawnen die ganze Zeit? So, ruckelt das Spiel nur bei mir. Also ich muss sagen, bei mir ruckelt nichts, ne? Bei mir ist alles gut. Was sagt denn OBS? OBS hat auch grün. Ich bin voller Hoffnung. Oh, hallo, Lorchen. Und direkt in den Nacken. Bam! Los! Schön. Was ist denn los, Leon? Bist du verletzt oder was? Oh, ich wollte mich nur umsetzen, Leute. Habe ich vergessen. Warte mal. Das machen wir noch eben. Moment, das finden wir jetzt raus. Wie kriege ich das mal hier im Menü auf? So, okay, warte. Ein Moment. Wir bauen jetzt mal on the fly hier die Kamera um. Webcam. Ich würde sagen, so, hier ist wohl gut. Checken wir nochmal. Zurück zum Spiel. So gut? Ich glaube, so geht das wohl, ne? Oh, jetzt zieh mal mein Mikrofon-Ständer-Dingens. Oh, ist das doch fein. So ist, glaube ich, besser, ne? Dann könnt ihr nämlich hier mal ein bisschen Munition und so einen Scheiß sehen. Aber ich kann noch ein bisschen wieder zurück. Warte. Siehst du, voll nicht vorbereitet, ne? Ich wollte mich ja voll vorbereiten, aber ich habe lieber noch ein Powernap gemacht. Das war mir wichtiger. Ja, guck mal, sogar noch ein bisschen. Noch ein bisschen, warte. Oh, so. Ja, so ist das doch gut. Jetzt könnt ihr nämlich auch mal sehen, was hier abgeht. Hier gibt es einen kleinen Schlüssel. Das ist gut, ich guck mich um. Supi, jetzt sehen wir auch deine Gesundheit. Ist mir wichtig, dass ihr auch seht, wie viel Munition ich noch habe und sowas. Das ist ja für euch auch interessant, ne? So, Blendgranate nehmen wir natürlich gerne mit. Ich schubber mich erstmal die Wände lang. Was ist denn nun schon wieder? Ich hoffe, das ist nur Knacken. Okay, ja, das sind nur Geräusche von Zeug drumrum. Hab ich einen Timer gestellt? Ja. Los! Und nochmal! Also, Tür ist offen. Ich finde das sehr schön, dass sie hier Kerzen für uns angemacht haben. Ja, es gibt ja Slow-Mod für den Chat, wenn es zu viel wird. Das ist ja kein Problem, ne? Das kriegen wir hin, aber so viel wird das ja bei mir eigentlich nicht, ne? Ich frage mich immer so, hier kommt die Frage. Ich frage mich immer, wie wir es Leute schaffen, ein paar tausend Zuschauer haben und dennoch schaffen, den Chat zu verfolgen. Ja, meistens gehst du ja eh nur so punktuell zwischendrin mal rein. Da kannst du ja gar nicht alles verfolgen. Das geht nicht, weil selbst mit Slow-Mod-Chat, du kannst ja nicht den ganzen Chat hier durchlesen. Das ist ja, dann kommst du ja gar nicht mehr zum Daddeln, ne? Aber das haben wir hier nicht. Wir sind hier ja klein und gemütlich, ne? Bei uns ist ja gemütlich, Leute. Das ist ja alles entspannt. Da kann man doch auf den Chat eingehen, ohne Probleme. Hallo. Das sieht gut aus. Ach moin, wo kommst du denn her? Das ist echt eine schöne Machete da, muss ich sagen. Die sieht echt schön aus.
Oh, noch einer. Moin. Kommst du auch hoch? Komm her. Oh, komm hoch. Ist das jetzt richtig Rambazamba oder was? Kommen da jetzt ganz viele? Moin. Auch du, schöne Waffe da. Sieht sehr schön aus. Gefällt mir sehr gut. Ja, moin. Was ist mit dir denn los? Zack. Wunderbar. Bisschen Geld noch einsammeln, aber läuft auch soweit. Gut, jetzt erstmal, Moment, jetzt sammle ich erstmal das ein. Dann machen wir hier den. Doink. Pistolenmunition, immer gut. Dann sammeln wir den Schlüssel ein, bevor noch jemand einen Herzkasper kriegt hier. Unter die Leiter runter war noch ein Nebenraum. Ja, wir gehen da nochmal gucken. Kein Problem. Rohstoff. L. Und das ist wahrscheinlich ein Schlüssel, ne? Sechseckiges Wappen. Mit so einem Vogel oder sowas drauf, ne? Schön, schön, schön. Sechseckiges Wappen erhalten. Jetzt checke ich nur gerade, ob hier oben noch irgendwas ist. Da kommt man nur hier wieder runter. Geh nochmal gerade mal lang. Ich will nur einmal kurz gucken. Wir gehen gleich nochmal unten ins Haus rein. Keine Sorge. So, Ideen. Was hat das geschrieben? Da haben bestimmt Moderatoren die wichtigen Nachrichten für den Streamer gepinnt. Ja, kann man auch machen, ne? Aber brauchen wir hier nicht. Kuren, keine Sorge. Hier wird sich heute nicht überarbeitet oder so. So, Nebenraum? Wo Nebenraum? Nebenraum. Da, guck mal. Ach, das hier war der Nebenraum, alles klar. Ich höre schon wieder Geräusche. Was ist denn los in dem Game hier? Irgendjemand ist am Stöhnen, gefällt mir. Gehen wir mal hoch. Von oben hast du halt einen besseren Blick, weißt du? Genau, Sagete! Los. Werde ich das überleben? Oder bin ich zu nah dran? Wahrscheinlich bin ich zu nah dran, wa? Oh oh. Komm mal hoch hier, komm. Komm mal zu mir. Ich mag deine, wie heißt es? Heugabel. Oh. Nicht vergessen, Karte zu checken wegen Schätzen. Machen wir. Schätze finden wir. Ne, das ist nicht die Karte. Karte MM. Guck mal, da ist noch was. Das ist hier in diesem Mittelweg. Aber wir sind ja noch nicht so weit. Wir gucken uns noch um. So, okay. Weiter geht's. Bis jetzt läuft's ja ganz gut, muss ich sagen. Aber wir fangen ja auch gerade erst an, ne? Aber bis jetzt ist alles solide. So, wo soll jetzt noch ein Schatz sein? M. In diesem Bereich. Wahrscheinlich irgendwo da unten kann das sein. Naja, unten drunter nicht. Vielleicht da oben drauf? Wahrscheinlich da oben drauf. Wir gehen nochmal nach oben. Kommen wir da überhaupt schon hoch? Sieht sehr weit oben aus. Mal checken. Ich glaube, da kommen wir nicht drauf, oder? Also nicht so ohne weiteres. Anballern. Okay, es gibt irgendwas zum Anballern. Also irgendwo auf diesem Mittelweg-Ding. Nicht den hier, oder? Doch, den hier. Wo ist denn hier was zum Anballern? Der Schatz ist so eine kleine Laterne, auf die musst du schießen. Oben oder unten? Also ich höre auch irgendwie so ein Laternengeräusch. Aber ich sehe da nichts. Gehen wir mal hier rüber und dann gucken wir mal von hier aus. Also. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding sein soll. Ohne Spaß nicht. Es klingt halt, als wäre das irgendwo hier. Ach da, guck mal, da ist was, da ist was. Ja, ja, schmeißt du mal dein Dynamit, wenn du meinst. War es das dann? Ich hoffe ja.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, das war ja nicht an der Stelle, wo das jetzt eingezeichnet war. Von dort aus war eher die Stelle, wo man dann sich umgucken muss, um danach zu suchen. So, wer nervt denn jetzt hier schon wieder rum? Kann das sein, dass die endlos respawnen? Frag für einen Freund. Jetzt mal ernsthaft, weil es kommen ja dauernd irgendwelche Dödel an. Wildlife, Grüße gehen raus zu Norben. Nein, aber warum kommt dann hier die ganze Zeit jemand? Das gibt's ja gar nicht. So, wo müssen wir denn lang? Lass mal eben checken. Wir müssen jetzt weiter zum See. Das bedeutet wahrscheinlich, mit dem Gebiet sind wir durch. Wir gehen jetzt wieder zurück und können dann die Tür öffnen. Oder gibt's hier seitenmäßig noch irgendwie was? Gehen wir mal hier nochmal lang. Die spawnen bei bestimmten Triggern. Ah, okay. Ich würde aber sagen, wir sind jetzt durch mit dem Gebiet. Ich höre schon wieder Dynamit. Oh nö, da bin ich jetzt nicht rein. Oh, dann gibt's doch nicht. Wo ist die Dynamitfrau? Ach, da hinten. Oh Gott. Warte mal kurz, ich komm mal eben rüber. Oh ja, fleißig am Werfen, ne? Die hört gar nicht auf. Moin. Warte mal kurz. Nicht vergessen, den Schlüssel zu benutzen. Womit? Ich habe noch kein Schloss gefunden. Du lebst ja immer noch. Wie viel hältst du denn aus, Mädel? Okay, hat jemand schon ein Schloss gefunden? Wo man den Schlüssel reinstecken kann? Ich erinnere mich nicht an ein Schloss. Hast du überhaupt? Keine Ahnung, erinnere mich nicht mehr. Wo soll das gewesen sein? Es ist 2 Wochen her. Ist es in diesem Gebiet? Oder ist es woanders? Die kleine Truhe, wo du dein Equip zurückbekommen hattest. Du meinst in dem an ganz anderen Gebiet in der Fabrik? Meinst du das? Das ist ja Kilometer weit weg. Alter, damit wäre ich jetzt, also ohne Spaß wäre ich nicht von ausgegangen, dass dieser Schlüssel jetzt für ein Gebiet in Mappen irgendwo. Das ist ja quasi, das ist ja gefühlt eine Stunde weit weg. Ne? Ja gut, dann gehen wir da mal hin. Also dann würde ich jetzt aber erstmal sagen, sind wir mit dem Gebiet fertig, gehen wir nochmal zurück in die Fabrik. Bestimmt jetzt auch wieder alles voll mit irgendwelchen Zombies. Super. Und dann schauen wir gleich mal. Hier können wir gleich einsetzen, das mache ich aber noch nicht, weil wer weiß, was gleich passiert. Erstmal zwischen. Ja, ne, gönn dir. So, erstmal speichern. Jo. Dann gehen wir in die Fabrik. Einen Knarre des anderen Leid, Fremder. So, mal sehen. Jetzt muss ich das erstmal hier drin wieder finden. Wo war das denn jetzt hier drin? Nabend, Nabend. Neben dem Händler, also nicht in der Fabrik. Ah, die Arbeit ruft. Oder doch jetzt in der Fabrik. Weil wo die Fabrik ist, weiß ich. Hier, das ist mir klar. Das hat, stand nicht zur Debatte. Ich weiß, wo die Fabrik ist. Ich weiß aber nicht, wo das in der Fabrik ist. Durch diese Tür durch. Das da? Oh, endlich. Wunderbar. Was haben wir denn da? Eine elegante Maske. Die nehme ich doch gerne. Da können wir auch wieder Edelsteine einsetzen. Dann gibt es auch mehr Geld. Männliche Reproduktionsorgan. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an das männliche Reproduktionsorgan. Auch dir herzlich willkommen. Warum tust du dir nicht was Gutes? Würde ich ja gerne, aber ich muss jetzt erstmal das Spiel noch spielen, ne? Das nützt ja nichts. Jetzt stecken, werden wir dieses sechseckige Wappen da mal eben reindrücken. Erstmal auch dir, Prizollo, willkommen hier im Fuchsbau und bei unserem kleinen Stream gegen die Einsamkeit. Nö, nö, einfach benutzen, bitte. Dankeschön. Ach nee, ach, auch noch das. Kann ich das irgendwie noch drehen? Okay. Nee. Achso, das muss dann da eingedrückt werden. Ach du meine Güte. Und jetzt einmal bitte drehen. Ne? Andersrum. Habe ich das denn gerade ganz gedreht? So. Dankeschön. Habe ich verstanden. Und jetzt wird...
wird gedreht. So, dann machen wir die Tür mal auf, oder was? Gehen wir doch mal durch, da, oder was? Gucken wir doch mal, was da ist. Hallo? Ah, Türen und Resident Evil ist ja auch so ein Dauerbrenner, ne? Das geht ja immer. Wie sieht's denn, oh. Okay, warte, wie kommt man schleichen? Wie ging das? X, E, E. Alles klar. Ja, ja, Laterne machen wir gleich. Erstmal die Leute töten. Erstmal töten, dann Loot einsammeln. Genau, alles korrekt. Warum drehst du dich jetzt um, Bruder? Bleib mal schön. Oh, natürlich. Fuck. Nee, 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 Bruder. Oh, Junge, Junge, Junge. Och, nö. Kann man dagegen was machen, wenn die so ausrasten? Ja, warte, ich kann jetzt hier nochmal F... Oh, nein, zu spät. Ich glaube, du musst dann, du musst die dann am besten mit dem Messer wegmachen, oder? Wow, scheiße. Bevor die dann, wenn sie so bescheuert werden... Ja, ja, komm mal her. Ja, ja, ja. Komm mal hier durch, komm mal hier ist eine... Ja, da reinlaufen. Da, warum läufst du denn drumrum? Und rein da. Komm schon. Oh, nicht schlecht, ha? Schade. Gut. Kurien, danke fürs Verschenken eines Abos. Vielen lieben Dank, du. Und in die Falle. Ich bin nicht in der Falle gelaufen. Mhm. Aber aufgepasst. So, irgendwo ist hier wieder so eine Laterne. Ganz ehrlich, die machen überhaupt keinen Spaß zu sammeln. Ich sehe die Dinger nicht. Man muss aber zu meiner Verteidigung sagen, diese zwei Softboxen hier leuchten mir komplett in meine Fresse. Und gerade bei solchen Spielen, die so super filigran hübsch aussehen, ist es doch etwas anstrengend. Lass mal die Map wieder öffnen. Also, so irgendwo in diese Richtung hängt die wieder rum. Ich höre sie schon. Da, guck mal. Ein Alexandrit. Kein Problem, wenn man so einen Roundhouse-Kick hat. Ich würde sagen, das ist überhaupt kein Thema. Müssen wir uns eigentlich mal wieder heilen? Warte mal. Ja, doch, würde ich schon sagen. Komm, wir lassen mal eben so ein Ei essen. Benutzen. Ist noch ein bisschen Luft nach oben. Da können wir eigentlich nochmal ein Ei essen, würde ich sagen. Komm, ja. Das schade doch nicht. Dann können wir einmal automatisch sortieren, damit wieder ein bisschen Platz im Inventar ist. Und dann geht das erstmal munter weiter, ne? So. Okay, nun schauen wir uns aber erstmal um. Mega schön. Mega schön, Leute. Ich freue mich. Hattet ihr denn alle eine schöne Woche bis jetzt? Haut mal raus. Unsere war sehr stressig bis jetzt. Also sehr stressig. Man ist doch ein bisschen im Arsch. Aber sonst insgesamt eigentlich ganz in Ordnung. Freue mich jetzt mit euch hier Resident Evil zu spielen. Oh Gott. Rohstoffe. Es sieht ja doch mega schön aus. Will nichts sagen, ne? Aber mein Herr. Ist das wieder eine Kiste mit Schlüssel? Kann ich den Schlüssel mehrmals benutzen? Oh ne, da brauchen wir keinen Schlüssel. Die geht jetzt so auf, obwohl sie so ein sehr offensichtlich eindeutiges Schloss hat. Hätte schon bessere Wochen, aber insgesamt geht's, schreibt Schwabi. Kuren schreibt, klasse Woche, auch wenn stressig. Positiver Stress. Man darf auch mal positiver Stress haben. Beim Mobile ist auch alles gut. Mobile, hier an dieser Stelle auch nochmal danke für deine Map für Hogwarts, ne? Für die Geister da. Ich habe zwar ein bisschen gekämpft, weil Google die komplett durcheinander gemischt hat, so mit den Überschriften und so, aber nachdem ich das dann einmal verstanden hatte, das System, da ging das, dann war das sehr hilfreich. Eiko, ist ganz entspannte Woche bisher, das hört man noch gern. Terra auch, kann ich klagen, hatte bisher eine gute Woche, sehr, sehr schön. Besser als wir gegen die Gammelige gekämpft haben, frag nochmal für einen Freund. Schön war es übrigens. Ich habe immer noch sehr positiv zurückgesinnt. Auch wenn Schatzi sich die ganze Zeit darüber lustig macht, quasi gefühlt, also indirekt. Er grinst halt jetzt sehr viel, wo er durch ist mit dem Game. Und reibt es einem schon so ein bisschen in die Nase, dass man noch nicht fertig ist. Aber das ist alles gut. Warum kann ich die nicht streicheln, diese Raben? Die sehen aus, als wären sie flauschig. Ich glaube, streichen müssen wir nicht. Wir gehen einfach mal munter weiter. Guten Tag. Hallo. Guten Abend. So, ein Spinell. Ja, ja, guck mal, Schatz. Ne? Jetzt bist du aber stolz auf mich, hoffe ich, ne? Das war ja mal verrückt gut. Ich habe sofort meine Öhrchen gespitzt, es sofort wahrgenommen. Und dann läuft das. So, geh mal rein in diese Hütte hier. Jemand zu Hause? Ich höre schon wieder so ein Puppending da. Man hört das F.
Krakelige Notiz über Spielfiguren. Ihr Einfluss ist nicht mehr, was er einmal war. Zerstört die Aufziehfiguren. Diese Aristokraten verdienen keine Vergebung. Ja, machen wir doch gern. Grünes Kraut nehmen wir auch mit. Dann knürzen wir hier nochmal eben einen drauf. So, Aufziehfigur, wo wirst du wohl sein? Ist da wieder mega dunkel? Ist die im Haus? Da. Headshot! So. Klingt, also ich will nichts sagen. Ich will nichts sagen. Aber es klingt wie eine Kettensäge. Oder? Wieso der Motor einer Kettensäge? Das, nee. Nee. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da werden wir doch erstmal das hier durchladen. Habe ich überhaupt noch Munition? Ja, 6 Schuss, Alter. Aber gut, wie ich den gehört habe, oder? Ja, super. Da täuscht sich der Fuchs nicht. Sehr schön. Frage jetzt für einen Freund hier an die Experten. Wie gehen wir den denn am besten an? Soll ich einfach mit der Shotgun reinballern oder was? Oder wie würdet ihr jetzt vorgehen? Kannst du craften? Habe ich genug Crafting-Material? Herstellen. Das wäre doch Flintenmunition, ne? Kann ich nicht craften. Hab nichts mehr am Start. Headshot mit der Sniper? Okay. Ja, Kraften ist nicht drin, ne? Kein Material am Start. Muss so gehen. So, also Headshot mit der Sniper, dann Shotgun, wenn er direkt vor einem ist. Blendgranate und dann mit dem Messer. Oh, Terra hat hier die anderen Alternativen und die Strategien, ne? Ich würde jetzt erstmal das Shotgun-Sniper-Ding versuchen. Ah gut, okay, ist auch gut. Aber mein Messer hat noch... Hat das noch? Ist das... Das sieht ein bisschen kaputt aus. Ich glaube, Messer ist im Eimer. Messer ist, glaube ich, im Eimer. So, jetzt laden wir das auch nochmal durch. Wie viel habe ich da noch? Oh, guck mal. Nicht so viel. Oh, scheiße. Ja, komm, wir machen das einfach mal. Man kann leider nicht quicksafen, deswegen hoffen wir jetzt einfach das Beste. Ja, das sage ich auch so. Ich sage jetzt schon, das wird scheiße. Oh, Flintmunition. Nice. Nachladen. Ah, nee, das ist für das andere. Warte. Dann eben nochmal kurz checken. Okay. Wie wechsle ich denn mal meine Waffen schnell? Hier haben wir den, hier haben wir den. Ich muss mal eben das mit dem Menü irgendwie gebacken kriegen. Auch hier jetzt. Die kann ich ja auch auf meinen Schnellzugriff legen. Dann machen wir die doch auf 2. Und die machen wir auf 3. Und Blendgranaten lassen wir auf 4. Ich glaube, das ist eine gute Situation. Dein Messer hat keine Munition mehr. Ja, tatsächlich Wildlife, das Messer, das geht kaputt. Das hat so eine Art Leben. Und wenn das durch ist, ist vorbei. Ne? Dann läuft das nicht mehr. So, Leute. Wollen wir mal, wa? Wir werden sowas von sterben jetzt. Hallo, Sägemann. Oh, ich treffe den nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, nee, ich treffe das so nicht. Um Gott, oh, von hinten kommt natürlich auch noch Leute. Natürlich, und in die Falle rein. Geilo. Macht Spaß. Oh, es läuft ja schon wieder gar nicht gut. Oh, nee. Ich glaube, das war nicht von Erfolg gekrönt. Ja, geil. Das lief jetzt ja nicht so gut, muss ich sagen. Aber schön, dass wir drüber geredet haben. Kann ich von meiner Waffe, dass ich wechsle die Waffe immer aus dem Menü raus. Da kann man nochmal durchatmen. Durchatmen wahrscheinlich. Kann ich den Aufsatz wegmachen mit dem Ranzoomen? Weil mit dem Ranzoomen finde ich, seinen Kopf zu treffen, sehr schwierig, wenn der schon so nah dran ist. Ich glaube, ohne den Aufsatz wäre das geiler. Du brauchst so eine Kleidung, die Kettensägen sofort verstopft. Wollte ich auch sagen, so eine Schutzkleidung. Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir jetzt? Okay, hier. Das ist ja nicht so viel. Muss ich das jetzt alles nochmal einsammeln? Also auch Figuren und den ganzen Scheiß? Das würde mich etwas nerven. Ne, die Figur ist okay. Gut. So, aber mein ganzes Zeug muss ich wieder craften und so, ne? Das nervt schon ein bisschen. Gut, wir hatten ja eigentlich nichts gecraftet. Passt ja eigentlich. Okay.
Hat er sich denn meine Einstellung gemerkt hier? Wieso ist das auf 1? Das ist doch auch komplett Banane. Nochmal umbauen, warte mal. Dich hätte ich gerne auf 1. Pistole auf 1 ergibt irgendwie Sinn. Shotgun auf 2, Sniper auf 3. So, 1 passt. 2 werden wir nochmal eben durchladen. Wenn du die Blendgranate benutzt, kannst du den besser snipern. Okay. Sniper 3. Das Schlimme ist, die kommen auch noch von hinten. Das finde ich halt auch wieder ein bisschen krass. Bin ich ja ein bisschen ehrlich, ne? Oh nein, nicht in die Falle latschen. Ich würde jetzt gern speichern, so. Jetzt wär nice zu speichern. Geht aufs Haus. Spürst du das überhaupt? Oh, Kacke. Oh nein, keine Munition mehr. Oh, Kackdreck. Lass mich mal eben durch, bitte. So, kein Messer mehr. Oh, geil. Das war gut hier. Guck mal, schnell, 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 schnell. Oh, Mann. Nein, so. Der lebt ja immer noch. Nachladen! Oh, oh. Oh, oh. Nein, nein, nein. 1, 1, 1. Ich habe jetzt leider nichts mehr. Endlich. Was ist das jetzt? Ist er jetzt tot? Meine Herren. Okay. So, näher ran mit der Sniper, die hat zu viel Spread. Ach, Shotgun meine ich, ja geil. Die Tipps heute, top notch, Alter. Danke, Schatzi. Das war knapp, aber ich muss gestehen, ich finde es jetzt nicht so einfach. Mir wurde gesagt, mega einfaches Spiel. Ich habe echt halt Probleme mit dem, also ich finde das Zielen, da habe ich mich noch nicht dran gewöhnt. Wie das ganze Aimen in dem Game finde ich alles noch nicht optimal für mich. Das läuft noch nicht so geil, sag ich mal. So, dieses Messer ist im Arsch. Wir haben irgendwie generell auch so ziemlich nichts mehr an Munition. Ist schon mal gut. Macht Spaß auf das, was jetzt gleich kommt. Shotgun komplett leer geballert. Sniper komplett leer geballert. Läuft, würde ich sagen. Und Armor craften nicht vergessen. Ja, das Problem ist, ich kann keine craften, weil ich habe nichts. Ich habe nichts zum Craften. Mir fehlen tolle Dinge. Höchstens Gewehrmunition kann ich einmal machen. Das könnten wir einmal machen. Das ist okay. Aber das war's. Mehr craften ist nicht drin. Das war's. So, ich würde sagen, dann nehmen wir auch mal... Nee, nichts mehr herstellen. Einmal automatisch sortieren. Nehmen wir einmal nochmal... Ich würde erstmal die Eier essen, ne? Das ergibt irgendwie am meisten Sinn am Anfang, oder? Du kannst dein Messer beim Händler reparieren. Ja, machen wir dann, wenn wir da mal wieder auftauchen. Jetzt geht's erstmal weiter. Oder lohnt sich jetzt ein Zurückgehen zum Händler? Ich muss da noch so ein bisschen reinkommen hier. Das sieht schon wieder nett aus. Kann ich das eigentlich auch deaktivieren? Ja, ne? Blub. Ruhe. Moin. Ich hätte gern so eine Art, wie heißt das? Schreibmaschine. Fände ich jetzt schön. Ist das was? Also ist in der Intens, ne? Wir sind auf jeden Fall jetzt ein bisschen intenser unterwegs als damals bei Pokémon. Das muss man ganz klar sagen. Bitte, jetzt gehen wir erstmal da rein. Oh, warte. Nee, da sind noch zwei Schätze. Sind noch zwei Schätze da hinten? Wo sollen die denn noch sein? Lass mich mal gucken. Die sollten wir natürlich auch mitnehmen, ne? Was ist da denn noch? Ist das Ding wieder da oben oder was? Ja, nee. Doch, das ist wieder oben. Okay. Dass ich eine Kettensäge nicht einsammeln kann, finde ich ein bisschen ärgerlich. So, und dann ist in diese Richtung noch irgendwie angeblich was. Wahrscheinlich dahinter oder so.
Wohl auch nicht. Oh, falsche Richtung. Da lang. Da! Nein. Dreckige Perlenkette. Lecker. Oh, die hätte da nicht reinfallen sollen. Nein! Ins Güllefass! Das ist doch kein Güllefass. Das ist ein sich stehender, ekliger Brunnen. Aber ein Güllefass ist das auch nicht. Das ist eindeutig ein Brunnen. Oh, toll. Jetzt, um das nochmal zu erkunden, bin ich jetzt in die Falle gelaufen. Schön. Leon freut sich. Toll. Danke, Schatz. Läuft heute. Harmonieren noch gut. Wunderbar. Wir gehen mal weiter jetzt, ne? Ist das denn schlimm, wenn die dreckig ist? Kann man die nicht einfach abspülen? Ist jetzt, hat der Händler kein Wasser oder was? Was ist denn los mit ihm? Wir gehen jetzt erstmal in die Bude rein, würde ich sagen. In der Hoffnung, dass da vielleicht... dass da vielleicht ein Speicherpunkt drin ist. So, dann ist der weniger wert. Ja, der kann man doch sauber machen eben. Verschlossen. Dann nimm doch den Schlüssel, den wir gefunden haben. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter. So vorsichtig nicht in irgendwelche Fallen reinlatschen. So geil. Wer hat denn auch all diese Bärenfallen hier aufgestellt? Mal ernsthaft. Auf den Wegen. Wer macht denn sowas? Ich habe leider keinen Schlüssel. Hier geht's auch erstmal nicht weiter. Dann gehen wir wohl erstmal hier lang. Und versuchen einen Weg in das Gebäude hineinzufinden. Haben wir noch Kaffee? Oh, ich muss unbedingt Kaffee trinken. Sehr schön, Leute. Sehr, sehr schön. Kann ich eigentlich diese Dinger, wenn ich mich jetzt so ducke und da hingehe, kann ich die entschärfen? Nee, ne? Fallen kann man nicht entschärfen. Nur mit draufschießen wahrscheinlich, aber dafür ist die Munition dann zu schade. Okay, Leute, okay. Ist jetzt schon wieder los? Ich hörte Geräusche. Na, drauf schießen. Ne, das ist mir zu teuer. Das kostet ja immer eine Kugel. Die Kugel, die ist eher in einem Zombie-Gehirn investiert. Drauf schießen oder mit dem Messer, um die Bärenfallen auszulösen? Okay, nee. Nee, 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 das lassen wir dann. Dann laufen wir lieber einfach nicht rein. Ein besserer Trick. Irgendjemand hatte doch vorhin gesagt, dass der Stream irgendwie am Huckeln war. Läuft das inzwischen wieder? Läuft das bei euch so generell oder huckelt irgendwas? Oh, ich wollte ja nicht beim Scheißen stören. Oh, warte. Oh, nee. Ich wollte nicht beim Kacken stören, jetzt ernsthaft nicht, das war keine Absicht. Oder war der richtig schön gerade am Scheißen? Damit ist die Frage beantwortet, ob Zombies auch kacken gehen. Ja, auch Zombies haben manchmal Diarrhoe, ne? Bei mir läuft alles einwandfrei, läuft alles tutti smooth, alles smooth bei mir, das ist schön. Das hört man gerne, dann passt die Sache ja. Wollen wir mal zu Hause hier oder wieder? Oh, hübsch. Nicht schlecht. Da müssen die Nachbarn ja von Neid ablassen. Glaube auch, du. Es ist so dunkel, Mann. Was ist das denn hier? Oh, ich will es gar nicht wissen. Erstmal wieder ein braunes Ei. Man lagert sowas natürlich im Backofen. Ganz klar. Mach ich auch immer. Ich back mir heute ein Ei. Können wir das jetzt aufmachen? Ja, jetzt ist die Tür offen, ne? Ah, endlich frische Luft. Können wir ein bisschen Licht reinlassen hier in die Bude. So, jetzt gehen wir erstmal wieder alle Wände ab. Hier haben wir einen kleinen Schlüssel, okay. Erstmal das Tor öffnen. Auf 27p läuft es gut bei mir, da drüber ruckelt es. Das ist aber nicht schön, das wollen wir ja nicht. Ich weiß gar nicht, was ich streame. Ich glaube 1080p max, ne? Mehr hat mein... Fotos. Ja, mehr hat mein Internet damals nicht hergegeben. Jetzt inzwischen mit den Glasfasern müsste eigentlich gehen. Könnte man mal riskieren, sag ich mal, ne? Alte Fotos, schön. Hier wurde so ein bisschen auf den Bildern rumgemalt. Oh, ein bisschen auch Schimmel an der Wände, ne? Hier wurde offensichtlich nicht richtig gelüftet, das muss man ganz klar sagen. Also hier muss man schon sagen, das wird den Vermieter nicht erfreuen, das muss man ganz klar sagen. Noch ein altes Foto, schön so die Augen weggekratzt. Edelstein in dem kleinen Tisch bei der Treppe. Hatte ich den jetzt schon? Aber ich gehe sowieso alles ab. Also ich würde sagen, ich gehe einfach das Haus mal ab und wenn ich dann was vergessen habe, wobei die Karte
müsste es ja eigentlich anzeigen. Dann, können wir dann nochmal drüber schnacken. Oh, mit Telefon und Aal, ne? Die sind auch technisch hier richtig top-notch versiert und so. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach oben. Auf dem Klo ist noch ein Zombie. Noch einer? Ist der aus dem Klo rausgekommen oder was? Ich habe seinen Kumpel hier gerade schon beim Scheißen gestört. Da wird doch nicht noch einer sein. Oder gibt es ein zweites Klo? Gehen wir erstmal nach oben, komm. Ach, schöne Tapete, ne? So richtig Oma-Style. Aber die ist wenigstens noch nicht so komplett vergammelt. Ah, was sehen wir denn da? Dit erfreut mich. Dit erfreut mich aufs Wärmste. Dankeschön. Das habe ich wohl übersehen, schreibt Terra. Ja, ich glaube auch, ne? War ja noch nicht aufmerksam. So geht das hier oben weiter. Nicht, dass ich jetzt unten was vergesse. Illuminadors. In Hochachtung vor seinem Meister bot das Volk seine teuersten Besitztümer an. Der betagte Bauer sein feinstes Getreide, der schmächtige Schweinehirt sein kräftigstes Schwein, die verarmte Alte ihr geliebtes Kind. Oh ja, hier kommt dem, das stinkt eben und kackt an den Windeln. Der Meister sah die Geschenke und ward zufrieden. Lesen läuft heute offensichtlich auch nicht mehr, aber das wird noch. Guten Tag. Ja, das sieht so libellenartig aus oder sowas. Da kommen wir mit dem Schlüssel jetzt erstmal noch nicht weiter. Aber kein Problem. Rätsel, Rätsel. Ach, das ist ein Rätsel? Ah, deswegen auch, ja, alles klar. Deswegen auch das Ganze hier so schön grün eingefärbt, ne? Also Getreide, Schwein und Kind. Merkt euch das mal. Getreide. Das macht man auch in diesen ganzen anderen Spielen, wo sie dir immer alles, wo sie sich immer in die Hand nehmen und sagen, hier, ich will mal das nochmal oder kringeln das nochmal bunt für dich, damit du das auch, ja, verstehst. Ich hab's gerade gar nicht gecheckt. Läuft bei mir. Rubin. Oh, schön, schön. So, hier war die Toilette. So, Moment, nee, hier ist auch eine Menge Knoblauch. Also damit wissen wir schon mal, Knoblauch hilft nicht. Oder das war der Grund, warum er aus der Toilette nicht rausgekommen ist. Wegen dem ganzen Stinke-Knoblauch. So. Hier ist auf jeden Fall noch irgendwie direkt voraus irgendwo noch was. Und ein Ausrufezeichen oder sowas. Hier nochmal im Chat für den Fuchs Getreide, Schwein und Kind. Dankeschön. Handgranate, das ist weder noch etwas davon. Gut. Ach, guck mal hier. Ach, alles klar. Getreide. Was ist denn davon ein Schwein? Das da? Ja, easy. Handgranate ist fürs Kind. Ja, zum Gottes Willen. Es erinnert mich ein bisschen, war das hier die League of Legends Serie? War das das? Eine Kristallkugel. Okay. Was machen wir denn mit der Kristallkugel? Hallo? Oi, 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 Junge, 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 Junge! Ekelhaft. So, vielleicht kann man die Kristallkugel in diese Tür reinballern. Keine Ahnung, könnte klappen. Es sah zwar eher aus wie so ein, weiß ich nicht, also es sah jetzt, wo kommen die denn immer alle her? Es sah jetzt nicht so aus, als würde eine Kristallkugel da reinpassen, aber du, wir können es ja mal ausprobieren. Na doch, das könnte, naja. Tatsache, also da wäre ich jetzt, oh je, Mine. Okay, das haben wir jetzt schon mal. Wie drehe ich das jetzt? Okay. Das ist doch gut so, oder nicht? Ich würde jetzt sagen, das ist geil. Oder nicht? Offensichtlich noch nicht. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Zurück, zurück. War noch nicht ganz richtig. War noch nicht ganz richtig, aber jetzt passt. Hallo?
Aufzeichnungen des Dorfes, Band 3. Datum 10. Oktober. Das Wetter ist merkwürdig in letzter Zeit. Der Weizen verdorrt und die Kühe werden mager. Datum 8. Dezember. Erste Anzeichen einer Hungersnot. Unbestreitbar fehlen uns die Mittel, die Felder zu bestellen, aber Lord Sadlers Befehle sind absolut. 30. Januar. 30 Bewohner verhungert. Oh, scheiße. 5 Kühe zur Schlachtung vorgesehen. 11. März. Die Patriarchen haben sich für eine Auslosung versammelt. 6 weitere für Lord Sadler auserwählt. 8. April. 8 weitere heute. 4 weitere heute. 11 weitere heute. 2 Ortsfremde haben sich ins Dorf verirrt. Wir haben sie für das Ritual zum Altar gebracht. Heute keine Auslosung. Okay, also hier wird wohl offensichtlich... ne? Ein bisschen gegessen, sag ich mal, ne? Der, der das schreibt, war das eine Libelle oder so? Ja, sah aus wie eine Libelle, ne? Iri schreibt, das erinnert jetzt so ein bisschen an Hogwarts Legacy mit den Sternaltern. Ich musste auch so voll an diese Sternaltar-Dinger denken. War aber ein bisschen ekliger sogar noch. Wobei das eine, ich hatte ja schon einen so einen Sternaltar, der war echt ein bisschen krass. Der war ein bisschen übel. Ansonsten gingen die bis jetzt eigentlich immer. Was ist hier denn los? Das ist bestimmt Lord Sadler. Der sieht auch schon aus wie Lord Sadler. Hubi-Fisch, guten Abend zusammen. Grüße gehen raus, Hubi, und auch dir einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße dich hier herzlich bei unserem Stream gegen die Einsamkeit an diesem wunderschönen Mittwoch. Wir spielen immer noch Resident Evil 4. Das Remake. Und bis jetzt... okay, Insignienschlüssel. Hallo. Der sieht auch wieder ein bisschen so aus, wie der aussieht. Das soll ist der Familienwappen. Von der Familie, schreibt Schatzi. Endlich erwische ich dich mal live. Ja, Grüße gehen raus. Heute auch so, wie sagt man, ein bisschen müde, ein bisschen... ich habe gerade noch so Powernap gemacht. Das war richtig dumm. Ich glaube, das mache ich in Zukunft nicht mehr. Ich ziehe das einfach durch. Oh, oh. Moin. Noch einmal ins Herz. Und durchs Fenster gleich raus. Dein Blut hat die Gabe angenommen. Mhm. Wer war das? Unangenehm, schreibt der Herbalist, aber hallo. Gabe in meinem Blut? Mhm. Kannst froh sein, dass es keine Quicktime-Events mehr in den Cutscenes gibt. Ich habe erst darüber nachgedacht, aber ein Glück gab es dann doch keine. Kapitel geschafft, Leute. Einmal gestorben beim Kettensägenmann, das geht ja sogar noch. Wir sagen, das geht ja noch, klar. Ne? Machen wir, wie sagt man, weiter. Ja, gerne. Was für eine Frage. Hubifrisch, im Übrigen habe ich meine Frau durch dein Tears of the Kingdom Let's Play mit Zelda infiziert. Sie hat sich das Game jetzt auch geholt, obwohl sie Zelda noch nie gespielt hat. Ehre. Grüße gehen raus an die Frau und ich wünsche sehr viel Spaß mit dem Game. Ich war ja wieder, wie gesagt, sehr skeptisch mit diesem ganzen Gebaue und so, dass das vielleicht dann doch irgendwie juckt. Aber zum einen, man muss es gar nicht machen, wenn man keinen Bock drauf hat. Also klar, für ein paar Rätsel ist das schon wichtig. Aber ich muss auch gestehen, es macht halt mega Bock, wenn du in so einem Dungeon oder Tempel da drinne bist und du rallst jetzt nicht unbedingt die richtige Lösung, sich dann zu überlegen, ja, wie kann ich denn dieses Ding jetzt einfach mal abusen, um da trotzdem durchzukommen? Das ist einfach witzig. Es macht einfach nur Spaß. So, zurück. Und weiter. Ich finde die Tastenbelegung einfach mal wieder geil. Gut. Oh. Basis an Condor One. Ja? Ich habe die Infos, die du wolltest, zu Luis Serra. Wie es aussieht, war er mal Forscher bei Umbrella. Umbrella? Hätte ich ihn doch in dem Sack verrotten lassen. Ich schick dir die Details. Sieh's dir an. Aber Prio bleibt Baby Eagle. Verstanden. Gehe weiter Richtung Kirche. Condor One, Ende. Ich dachte, wir müssen zum See. Was ist aus See geworden? Kein See mehr? Kapitel 3. Akte lesen. Ja, gerne. Und weg ist es. Da war ich nicht schnell genug. Achso, oh nö. Komm. zur Kirche gehen. Keine Ahnung. Hab das Original nie gespielt? Ich auch nicht. Wie gesagt, ich, Ein Hebel. Ziehen wir dran.
Wie casual cool er erstmal am Nachladen ist. Okay, da kommen wir erst weiter, wenn wir zu zweit sind. Muni schon aufgesammelt. Hier gibt's auch Muni. Ich bin am Arbeiten. Da ist noch Muni. Hier gibt's nichts mehr. Wir müssen jetzt auch wohl erstmal wieder zurück, ne? Weil hier geht's ja offensichtlich nicht weiter. Gut. Geht gut. Was haben wir hier? Achso, das hatten wir schon. Okay. Okay. Dann gehen wir erstmal weiter. Wo müssen wir denn lang? Ich muss mal eben auf die Map gucken. Wahrscheinlich, ah ja, wir haben einen kleinen Schlüssel gefunden. Das heißt, wir kriegen jetzt diese Tür auf, die eine da. Sieht aber echt schlimm aus. Egal. Ich sehe heute richtig wasted aus, Leute. Aber das macht ja nichts. Man muss auch mal aussehen, ne? So. Was war das? Hundi! Oh, ich fühle das Problem. Warte, ich befreie dich. Ich befreie dich und dann flausche ich dich. Oh. Komm, 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 komm. Und raus mit dir. Oh. Pass auf dich auf, Kleiner. Kleiner? Weiß jetzt nicht, Digga. So klein war der jetzt nicht, aber er war flauschig. Und hat einen niedlichen Kopf. Er war auf jeden Fall packbar. Ich denke, wir müssen jetzt hier durch, nehme ich an. Ja, okay, ist klar. Hier ist noch was drin. Guck mal, hier sind noch ein Schatz und ein Ausrufezeichen. Jetzt frage ich mal nach, kriege ich diesen Schatz schon und was bedeutet dieses Ausrufezeichen? Guten Abend in die Runde. Sven, Grüße gehen raus und auch dir einen wunderschönen Abend und willkommen hier bei unserem Stream gegen die Einsamkeit mit Ashley. Okay, also Ausrufezeichen geht noch nicht und Schatz dann wahrscheinlich auch nicht. Dann komm, wir gehen jetzt erstmal weiter. Ashley. Ich weiß zwar schon inzwischen, wer Ashley ist, aber ich kenne sie natürlich noch nicht. Bin gerade voll da. Mein Mann will Probleme lösen? Grüße gehen raus an den Mann. Ich möchte auch Probleme lösen. Ausrufezeichen steht, glaube ich, für ein Schloss. Und wir gehen jetzt erstmal durch. Jens! Danke für das Verschenken eines Abos an Schatzi. Es ist sehr dunkel. Wieso ist es immer dunkel? Ist ja mega dunkel. Okay. Jemand hier drin? Alles wird gut. Alles wird gut. Wenigstens regnet es nicht. Das stimmt. Eri, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Weil ein Horrorgame nicht mehr gruselig wäre, wenn es hell und bunt wäre. Da muss ich widersprechen. Es geht auch mit hell und bunt. Aber klar, man muss auch mal dunkle Passagen haben. Aber das Problem ist halt echt mega dunkel. Ich sehe halt wirklich nichts. Moin. Fledermaus. Wie ist es bei euch? Seht ihr überhaupt noch irgendwas? Also ich sehe bei mir jetzt wirklich, weil doch die hellen Lichter mir so entgegenleuchten. Oh, schon schwierig. Oh, da Freunde. Schön. Er ist zum Glück wieder weggegangen. Oh, es wird gespeichert. Das ist schön. Autosave ist nice. Der Prinz! Grüße gehen raus. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Auch dir ein herzliches Willkommen hier bei unserem Stream. Gegen die Einsamkeit. Against the Loneliness. Moment mal. Ich weiß, wo wir sind. Orientierungssinn von mir natürlich top notch. Wir sind wieder am Anfang, da wo alles begann. Da wo alles begann, sind wir wieder. Will ich sagen, aber das habe ich gerallt. Sind denn jetzt... Bitte nicht den Kettensägenmann jetzt, ja? Bitte nicht den Kettensägenmann. Ich muss erstmal zum Händler ein Zeug kaufen, damit wir Sachen craften können. Jetzt mal eben die Karte checken. Hier sind ja wieder lauter Schätze am Start. In der Kirche primär, ne? Und das Ding ist wahrscheinlich mit Ashley, deswegen ist ein Ausrufezeichen dran, ne? Nehme ich einfach mal an. Gut, wir gehen jetzt einfach mal direkt straight to the church.
Das ist nicht die Church. Warte mal. Ne, das da vorne ist nicht die Church. Wir gehen jetzt einfach erstmal dahin. Da brauchst du den kleinen Schlüssel für. Okay. Hallo? Geht nicht auf. Wer hat denn das wieder abgeschlossen? Okay, da kommen wir wieder nur zu zweit hoch, ne? Oh, oh. Gut. Ich bin mal gespannt, wie viel von den Dingern ich noch reinlatsche. Das werden noch einige werden. Also ich denke, wir gehen jetzt einfach mal in die Church. Ja, du bist da doch fokussiert halt und guckst da hin, weil, oh, wie komme ich da hoch? Guckst natürlich nach oben und dann ist unten schön fies versteckt. So eine kleine, beschissene... Ah, hier, guck mal. Kleine, beschissene Kackfalle. Ein alter Kompass. Das mit den Fallen kann nur besser werden. Ja, das glaube ich auch. Also schlechter geht ja kaum noch. Es sei denn, ich würde noch extra welche dazulegen und hineinlaufen. Okay. Oh, Alter, ist doch nicht wahr jetzt. Oh Mann. Nennt mich den Fallenmeister. Ey, das gibt's doch nicht. Oh. Oh, oh mein Gott. Oh nein, oh nein. Weniger. Was sind das viele? Was ist hier denn los? Nein, 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 geh weg. Oh, was ist hier denn los? Von einem Malheur ins nächste rein. Von einem Malheur ins nächste. Jetzt erstmal auf den Boden gucken, ob wir fallen sind. Ey, nicht, dass wieder irgendeine Tür jetzt aufgeht. Da sind doch schon wieder Zombie-Idioten am Start. Ich höre die doch schon wieder. Wie sieht's denn überhaupt... Ach, warte, ich wollte ins Menü. Wie sieht's denn mit Munition aus? Weil, ja, wir haben noch 20 da drinne plus 3 zum Nachladen. Ist nicht mehr so viel. Und herstellen kann ich nur Gewehrmunition oder MP-Munition. Könnten wir natürlich jetzt einmal Gewehrmunition nochmal machen? Würde ich vorschlagen. Dann können wir... Was ist denn nun los? Ich wollte eigentlich erstmal da rein, aber die Musik sagt mir, ich soll da reingehen. Ich gehe trotzdem hier rein. Musik kann mich mal am Arsch. Ja, das hättest du wohl gerne, ne? Mhm. Hier scheine ich nicht lang zu müssen, aber ist trotzdem schön. Oh oh. Hallo! Du lebst ja immer noch. Alter, was ist das für ein Game, Mann? Warte, wie oft hast du das jetzt schon durchgespielt? Ich wollte nur noch mal fragen. Oh, hallo. Bam! Oh nein, daneben. Oh, so 10 Mal oder so. Ja, geil. Geil. Kann es sein, dass ich mich jetzt um das eine Haus gebracht habe? Ich glaube schon. Ich hätte noch in diese eine Wohnung da reingehen sollen. Falle! Alle Achievements. Ja, Gönnung. Gönnung. Noch 25 Sekunden, Leute. Machen wir gleich mal Pause. Kann ich auch echt gebrauchen. Kurze Erholung. Ich habe schon wieder kein Messer mehr. Händler ist auch in weiter Ferne. Oh,
Das sieht doch auch schon wieder nett. Nein, nein, nein. Kann man da irgendwas machen? Nee, ne? Nicht während ich kein Messer habe. Das kostet halt richtig Munition, ne? Muss man einfach sagen, wie es ist. So, Leute. Ne? Der Hahn hat er gekräht. Ihr hört das zwar nicht, aber ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen ganz kleinen, entspannten, gemütlichen Break. Ich muss mir erstmal Wasser holen, so ein Scheiß. Ist das noch Kaffee? Ja. Hol ich mal was zu trinken. Geht mal kurz Pipi und dann sehen wir uns in den entspannten 5 Minuten wieder, würde ich sagen. Das ist auch geil, oder was? Bis jetzt macht Spaß. Also, es ist anstrengend, aber es schockt schon. Also, es ist schon ein geiles Game. Dann sehen wir uns doch gleich entspannt in, wie heißt das? 5 Minuten wieder. Bis gleich, Leute. Bis gleich. Hoffentlich bringt mich nichts um bis dahin. Bis gleich.